Es war einmal. Wer diese drei Worte vernimmt, weiß, was er gleich zu hören bekommt. Ein jeder kennt Märchen seit seiner Kindheit, vor allem jene aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Dabei waren die beiden bei weitem nicht die einzigen, die die beliebten Erzählungen in Buchform veröffentlicht haben. Auf der Spur vierer Märchen zeichnet das Romantikerhaus Jena derzeit deren Überlieferung nach. Ein Großteil der berühmten Erzählungen stammt nicht, wie man meinen mag, aus Deutschland, sondern aus dem romanischen Raum. Im 16. und 17. Jahrhundert gab es in Italien und Frankreich bereits erste Sammlungen. Darin finden sich Märchen wie Aschenputtel, Dornröschen oder der gestiefelte Kater, die die Gebrüder Grimm 1812 und 1815 in ihre Sammlungen übernahmen. Was das Romantikerhaus über die Gebrüder Grimm mit Märchen verbindet, ist beim Eintritt in die Ausstellungsräume unschwer zu erkennen. Eine Bühne und eine Loge verweisen auf den Frühromantiker Ludwig Tieck. Er parodierte in seiner Komödie »Der gestiefelte Kater« von 1797 den Kunstgeschmack des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Während der Aufführungen saßen zwei Personen in der Loge und kommentierten das Geschehen auf der Bühne. Tiecks Spiel zwischen Sein und Schein können Kindern der Ausstellung nachstellen und sich selbst in die Loge begeben. Und vor der Theaterbühne können sie in historischen Kostümen verschiedene Märchen nachspielen. Im Märchenwald gibt es weitere Geschichten zu entdecken.